Ein Detail, das mir an Sebastian Fitzek Büchern immer sehr gut gefällt, sind, kein Witz, seine Nachwörter bzw. seine Danksagungen. Und nun habe ich tatsächlich ein Buch von ihm gelesen, das im Grunde eine einzige Nachrede ist. Viel Spaß mit meiner Buchvorstellung zu Fische, die auf Bäume klettern. Ja Leute, dieses Buch ist tatsächlich kein Psychothriller, wie man es von Sebastian Fitzek kennt, sondern entstanden ist es dadurch, dass er sich plötzlich gefragt hat, was würde ich eigentlich meinen Kindern heute sagen wollen, wenn ich es morgen nicht mehr könnte? Und er hat in der Einleitung zu diesem Buch auch sehr humorvoll darauf hingewiesen, wie ironisch das doch ist, dass er als Psychothriller-Autor, der sich doch ständig mit dem Tod selbst konfrontiert, noch nie darüber nachgedacht hat, was wäre, wenn er eines Tages plötzlich unerwartet sterben würde. Und dem Ganzen hat er jetzt einen Schlussstrich gesetzt und dieses Buch geschrieben, wo er einfach mal alles an Werten aufgeschrieben hat, was er für wichtig hält. Hey, das musst du im Leben beachten, darum geht's im Leben. Und deswegen nennt er das eben auch ein Kompass für das große Abenteuer namens Leben. Es ist daher auch wirklich für seine Kinder geschrieben. Er hat das direkt an seine Kinder gerichtet. Immer wenn von ihr die Rede ist, meint er seine Kinder damit. Das ist für den außenstehenden Leser oder Leserin aber auch nicht schlimm. Ich finde es sehr schön irgendwie zu lesen, wie er mit seinen Kindern quasi spricht, und man kann es ja trotzdem alles auch auf sich selber übertragen und mit sich selber vereinbaren und für sich selbst übernehmen. Ich persönlich nenne das ja einen Lebensratgeber der besseren Art. Nicht, weil ich schon so viele Lebensratgeber gelesen hätte, eigentlich eher so gar keine, aber man kennt ja immer so diese Sprüche wie greif nach den Sternen oder lebe deinen Traum, wo man sich dann immer fragt, was soll dieser Spruch, was soll mir dir da sagen, was ist das für ein Dahergeschwafel, was man halt so in seiner WhatsApp-Story irgendwie postet oder was weiß ich. Und so kommt dieses Buch gar nicht daher, denn es ist super lebenspraktisch. Man weiß immer genau, was er einem sagen will. Man weiß immer genau, was er meint, was er will, was man jetzt eben tun soll. Im Grunde ist sein Punkt in diesem Buch, dass man möglichst viele Reisen im Leben unternehmen sollte. Und damit meint er keine Reisen von Punkt A nach Punkt B, sondern Reisen in dem Sinne, dass man viel ausprobieren sollte. Dass man sich nicht daran hindern lassen sollte, Dinge auszuprobieren, nur weil man sich das nicht traut oder so. Es gibt eine Checkliste, die man abarbeiten sollte. Wenn die erfüllt ist, dann kann man es machen. Und das finde ich einfach super, super schön formuliert. Gefällt mir richtig gut. Und was hier auch eine große Rolle spielt, es ist keine Anleitung zum Glück, also nicht nach dem Motto, so musst du leben und dann hast du verdammt nochmal glücklich zu sein, sondern es ist ganz nach dem Motto, Fische, die auf Bäume klettern, was ja eine Anspielung auf ein Zitat von Albert Einstein ist. Jeder ist ein Genie, aber wenn du einen Fisch danach beurteilst, wie gut er auf einen Baum klettern kann, wird er sein Leben lang denken, dass er dumm ist. Und ich finde, dieses Zitat trifft den Nagel auf den Kopf, und das hat er hier auch sehr gut aufgegriffen, der Sebastian Fitzek, einfach indem er nicht sagt, so hast du verdammt nochmal glücklich zu sein, sondern wenn du das ausprobierst, dann könntest du vielleicht rausfinden, was du individuell brauchst, um glücklich zu sein. Und er kommt da auch überhaupt nicht hochtrabend daher. Es ist wirklich, er sagt immer wieder, das sind meine Erfahrungen. Das hat bei mir geholfen. Mir hilft das, glücklich zu sein. Vielleicht hilft es ja auch dir. Und mir kommt es alles super authentisch vor. Mir hat es schon allein Spaß gemacht, das zu lesen. Mich hat es schon allein, das zu lesen, hat mich irgendwie super motiviert für mein Leben. Ich glaube, dass mir das Buch auch sehr gut gefallen hat wegen dem Schreibstil. Das habe ich ja schon am Anfang gesagt. Ich mag ja diese Nachworte von Sebastian Fitzek so gern, weil er da einfach so menschlich und so nahbar rüberkommt. Man hat nicht das Gefühl, dass das so irgend so ein Promi ist, sondern das ist ein Mensch, der halt Bücher schreibt. Und das Gefühl hat man hier auch. Der kommt einfach rüber, man merkt, das ist ein Familienvater, der halt jetzt darüber schreiben will, was er macht, um für sich sein Glück zu finden. Und das finde ich super, super sympathisch. Er trifft mit seinem Schreibstil genau meinen Humor. Das ist natürlich jetzt wieder Geschmackssache einfach. Das ist die ganze Zeit schon. Zur Zielgruppe kann ich auch noch sagen, dass das keineswegs nur ein Buch für Erwachsene ist. Im Gegenteil, ich glaube, dass man das auch schon mit 14, 15, 16 vielleicht gut lesen kann. Gerade in der Phase, wenn man ja eh anfängt, darüber nachzudenken, was möchte ich vielleicht mal beruflich machen, dann fangen ja so die ganzen Praktika in der Schule an. Ich denke, dass das Buch da gut helfen kann. Das sind alles Punkte, wo auch ich zum Beispiel sage, ja, das sind Dinge, die weiß man vielleicht irgendwo schon unterbewusst so, aber es ist super gut, das einfach mal zu lesen, um das einfach mal in sich reingedroschen zu kriegen, hey, so machen. Und ich glaube, dass mir das schon sehr viel geholfen hat. Ich hatte schon viele Situationen, wo ich jetzt gesagt habe, okay, früher hätte ich
das vielleicht nicht gemacht, aber dieses Buch hat mir gesagt, mach das und deswegen mache ich das jetzt. Und da kann ich einfach nur Danke sagen an dieses Buch und an Sebastian Fitzek. Und ich kann dieses Buch wirklich, ja, eigentlich allen empfehlen. Allen, die Bock auf Leben haben. Ja, Leute, das war's von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr von dem Buch haltet. Und dann würde ich mich natürlich auch über ein Abo und die dazugehörige Aktivierung der Glocke freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.